darf in diesem Lande. Ich auch. Nein, ich bin sogar sehr, sehr, ich bin sogar sehr, sehr froh darüber. Ich weiß nicht, ob ich eine Meinung habe. Manchmal bilde ich mir auch eine. Das kostet zwar ein bisschen Zeit und Energie, entweder mit Menschen reden oder irgendwo hingehen und sich was angucken oder mal lesen, mal einen guten Film gucken, das richtige Programm sehen, einschalten und sich seinen Kopf, vor allem ganz wichtig, seinen Kopf einschalten. Und tja, das offene Mikrofon wird gleich eröffnet, nachdem ich keinen Wochenrückblick, sondern einen kurzen Rückblick bringe, warum das hier leider ein bisschen verspätet angefangen ist, beziehungsweise ein bisschen verspätet offenes Mikrofon ist und nicht nur einfach ein offener Platz. Es gab hier eine kleine Veranstaltung vorweg von Leuten, die einfach mal diesen Platz hier für sich in Anspruch nehmen wollten und plötzlich auf die Idee kamen, jetzt plötzlich eine Veranstaltung anmelden zu wollen, wo hier halt jeden Montag 18.30 Uhr das offene Mikrofon stattfindet. Diese Veranstaltung habe ich angemeldet. Man muss es halt machen, eine Veranstaltung anmelden. Ich wurde blöd angemacht, warum ich ein St. Pauli-T-Shirt trage, ob ich mich nicht denn schäme. Und nee, tue ich nicht, weil ich stehe zu diesem Stadtteil und ich stehe dazu, zu dieser ganzen Liberalität und alles, was da irgendwie mit für mich vom Herzen her zusammenhängt. Und das wurde leider behindert. Und es wurde auch nicht diskutiert, es wurde nur gegengesprochen oder geschwiegen. Und es ist schade, weil hier stehen nämlich auch zwei Mikrofone. Hier ist jeder Mensch eingeladen, ab 18.30 Uhr am Montag seine Stimme zu erheben, solange es noch geht in diesem Lande, seine eigene Meinung zu äußern. Denn das ist es ja, was dieses Mikrofon für mich seit fast 2 Jahren ausmacht oder diese Veranstaltung. Hier darf jeder reden. Zum Glück wird hier niemandem seine eigene Meinung verboten. Jeder hat das Recht, sich selber zu blamieren. Including me, also ich inklusive, ne? Also da rede ich doch mal lieber mit demjenigen, dessen Meinung mir nicht gefällt und versuche zu verstehen, warum er oder sie diese Meinung hat, anstatt wegzuhören oder wegzugucken oder noch schlimmer, vielleicht gewalttätig oder so zu werden. Und ich sag nur, wir können wirklich froh sein, dass wir in diesem Land... Dann, ah. Aber oh, wackel, wackel, wackler, Batterie schwach. Na, ich geht das? Wir wollen nicht mehr. Ich habe am Freitag. Wundert euch nicht, ich bin hier. Yes.
ein Iraki. Ist er böse? Wenn er dir was Böses tut, eventuell. Aber mir hat bis jetzt kein Iraki was Böses getan. Oder ein Führer. Und daher ist das Mikrofon gleich wieder auf. Oder immer noch? Bisschen leiser. Lasst es uns dazu nicht kommen. Jetzt auch. Dass diese, so eine Veranstaltung behindert wird. Wie alleine in der Türkei, mit der die deutsche Regierung liebkuschelt, sind in den letzten Jahren so viele Proteste niedergeschnippelt worden. Und uns wird erzählt, das sei ein demokratisches Land. Ich glaube, da ist beinahe Russland noch demokratischer. Und ich finde, ganz ehrlich, warum wird uns eingebläut, Russland ist böse oder Putin ist der Böse oder die Russen? Ich habe so viele Russen kennengelernt, das sind dufte Leute. Ich habe gerne mit denen zusammengearbeitet, weil die... Und die sind gerade, genau. Die sagen dir auch frei heraus, wenn denen mal was nicht passt. Das ist doch wunderbar, mal frei heraus sagen zu dürfen, wenn was einem nicht passt. Und hier ist einem die Möglichkeit gegeben. Hier wird niemand zensiert. Ich habe vorhin Flyer verteilt. Ich hoffe, die haben sie nicht nur so in sich aufgenommen, sondern dass eventuell was auch da drauf steht. Da hier einem offenen Mikrofon ist nur die Person für das verantwortlich, die hier spricht. Ich muss nicht deren Meinung sein. Aber ich muss diese Meinung zumindest akzeptieren. Es kann sein auch, dass das Akzeptanz falsch verstandene Toleranz ist. Weil ich akzeptiere dieses System nicht, das diese Welt kaputt macht und das unsere aller Zukunft zerstört. Das unsere Hirne zerstört, indem uns eingebläut wird, es sei gut, so wie es ist und es sei toll, sich mit irgendwelchen Kaufen oder Konsum von irgendwelchen hirnrissigen Game-Shows, Blabla-Shows oder sonst was, dass man sich damit die Welt schön machen kann. Nein, ich kann die Welt nur hier mit mir, mit meinen eigenen Händen schön machen. Oder ich kann sie zerstören, aber ich möchte der nachfolgenden Generation eine Welt hinterlassen, die nicht so ist, was das, was 45 passiert ist, aufgebaut werden musste. Und ich habe das Gefühl, dass es wirklich 5:05 ist. Uns wird eingebläut, Russland sei da böse. Wir standen x-mal kurz vor einem Atomkrieg. Leute, dass dieses... Was früher Hiroshima und Nagasaki waren, das ist heutzutage, das ist eine Zehntel Atombombe. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir haben hier um Hamburg zwei, noch drei Atomkraftwerke. Das sind potenzielle Atombomben. Und uns wird eingebläut, dass diese, oder uns wird erzählt, dass diese Energiegewinnung gut ist. Also, ich hoffe, dass dieses offene Mikrofon weiterhin offen ist, dass Menschen auch verstehen, was das eventuell bedeuten kann, wenn so etwas nicht mehr ermöglicht werden kann, weil plötzlich die Meinung des anderen nicht mehr sein darf und niedergeknüppelt wird, anstatt sie auszudiskutieren. Und dann versteht man sich eventuell auch. Oder man versteht sich nicht und sagt sich, okay, dann geht man sich halt aus dem Weg, aber im Frieden. Und nicht mit Gewalt und Hass. Denn das hat uns seit Jahrtausenden eigentlich immer nur viel Leid eingebracht. So, und das offene Mikrofon ist jetzt offen. Irmgard möchte was Schönes vorlesen. Genau. Und daher, ich bin der Veranstalter, ganz kurz noch ein Satz. Ich bin der Veranstalter, ich genehmige uns einfach mal eine Stunde länger, weil wir eine Stunde auch irgendwie ungefähr, ne? So. Sehr geehrte Damen und Herren vom Staatsschutz, Friede, ein langes Leben.